der letzten Episode von Lucius 2. Der sieht aus wie Xavier. Moin moin Leute und herzlich willkommen zur finalen Episode von Lucius 2 The Prophecy. Ich bin Little Confused Brian oder einfach nur Yannick, hatte gerade einen kleinen Aufnahmefail, deswegen wird jetzt nicht mehr diese Sequenz kommen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber ich muss ziemlich sagen, dass ich es ziemlich cool finde, dass... Obwohl, die Sequenz kommt auch noch. Dass ich es ziemlich cool finde, dass wir jetzt in der 13. Episode sind von Lucius 2 und damit das Spiel abschließen. Ich finde das ziemlich cool. Und ich habe schon einen ganz, ganz interessanten Tipp bekommen von einem Freund, der dieses Spiel auch Let's Played hat. Und er sagte zu mir, bevor ich überhaupt gegen Isaac kämpfe, soll ich mich doch ein wenig hier umsehen. Das hätte ich sogar eigentlich machen sollen, bevor ich überhaupt ankomme bei den vier Engeln. Weil es hier wohl noch ein paar Sachen gibt, wie man Isaac töten muss in einer richtigen Richtung. Denn gerade, wie gesagt, habe ich auch einen kleinen Aufnahmefail gehabt. Das ist ein Bobblehead. Und er sagte, oder jetzt weiß ich auch, dass diese Shotgun, da ist so eine Frau, die hat eine Shotgun. Und die soll ich benutzen. Aber bevor wir das überhaupt tun können, ein Stift. Wollen wir bitte einen Stift her? Das können wir da auch erstmal rauslösen, oder auch nicht. Vielleicht nicht damit, sondern damit. Ist vielleicht auch irgendwo sinniger. Oder auch nicht. Nein. Ach, wir können die einfach aufnehmen. Auch gut. Es gibt hier wohl irgendwo einen Wire Cutter. Also um Sachen zu breaken. I want to break free. Ich singe das ja oft genug, ne? Letztens hat sogar irgendjemand einen Kommentar geschrieben. Entschuldigung, dass ich deinen Namen jetzt gerade nicht drauf habe. I want to break free ist, glaube ich, Brains Lieblingslied. Fand ich sehr lustig von dir. Also es tut mir leid, dass ich dein... Name nicht mehr weiß, aber hiermit seist du erwähnt, mein Freund und Kupferstecher. Ach, wo ist denn hier ein Wirecutter? Ich habe keine Ahnung. Waren da gerade Nägel in der Ecke? Ah, Nägel sind auch immer interessant. Kann man meistens gut verwenden. Ist hier irgendwo noch was Interessantes, was wir verwenden können? Fertilizer. Da ist er. Der Plier. Damit kann man nämlich Sachen breaken. Und das ist sehr gut. Hallo Isaac. Mein Freund. Oh, musst du wieder Sachen kaputt machen? So. Und jetzt kommt der liebe Isaac auf den Boden der Tatsachen. Und die Musik geht ja gerade mal ins unermessliche Laute. Was zur Hölle? Musik? Okay, die Musik möchte gerade einfach unermesslich laut sein. Ich werde mir mein Headset ein wenig zur Seite legen. Ich hoffe, ich erinnere mich selbst daran im Schnitt, dass ich das ersetzen werde. Übrigens, hier brauchen wir jetzt auch wieder Wasser. So viel weiß ich nämlich auch schon. Das ist auch gar nicht mehr so einfach. Also wir können das auch machen mit einem Hydranten, meine ich. Ich glaube, das ist sogar so vorgesehen, dass man es eigentlich mit einem Hydranten macht. Deswegen werden wir es jetzt tun, so dass sie jetzt folglich deswegen elektrisiert wird. Und sie hat jetzt gerade die Shotgun fallen lassen. Und ihr wisst ja, dass beim letzten Mal Isaac ein wenig, sagen wir ein wenig, in Luft aufgelöst wurde, weil er eben Salz abgekriegt hat. Und jetzt haben wir hier die Shotgun. So weiß ich das weiß. Müsste hier auch irgendwo Salz rumliegen. Die Frage ist nur, wo genau? Das weiß ich nämlich zum Glück nicht. Wäre auch blöd, wenn ich es genau wüsste. Vorm Fight. Ich weiß halt nur, in etwa, wie das so vonstatten geht hier. Oh Gott. Ja, Isaac. Ist okay. Es müsste ja auch eigentlich irgendwo hier in der Nähe bei ihr sein, oder? Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Macht doch Sinn.
Aber das sind extra so, so Salzgeschosse. Am liebsten würde ich gerade auch Isaac einfach ziemlich weit weglenken. Das würde ich sowieso als Tipp für euch, würde ich das tun. Dass der schön weit wegkommt, dass ihr in Ruhe da euch umsehen könnt. Was natürlich extrem wichtig ist, immer den so ein Feuerball-Junge ausweichen. Weil das dann ja doch ein bisschen störend ist. Ja. Komm hier hin, mein Freund. Komm hier hin. Du bist überhaupt nicht mein Freund. Ich hasse dich über alles, aber du musst vorspielen, dass du mein Mate bist. So. Hier jetzt ganz schnell genau umsehen. Defibrillator. Das Wort, welches ich noch nie richtig aussprechen konnte. Wo hast du das Zeug versteckt? Devil's Bobblehead. Weißt du, sowas finde ich dann immer. Da sind sie doch. Nein. Ach, nicht treffen lassen. So. Hi, Isaac. Wir verstecken uns jetzt mal einmal kurz ein bisschen. So. Jetzt müssen wir nämlich das mit der Shotgun kombinieren. Das ist etwas im Busch. Wenn ich wüsste, wo meine Shotgun ist. Mir jetzt bloß nicht irgendwie in die Ecke drängen lassen von Isaac. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Wir haben die Shotgun doch noch, oder? Wo ist die Shotgun? Da ist die Shotgun. So. Oh Gott, ich muss hier gerade so viel gleichzeitig machen. So. Nummer 1. Ah, okay. Wir sollten wahrscheinlich zwischen den Dings immer warten. Da hinten ist aber eine ganze Munitionskiste. Das wird nicht das Problem werden. Okay. Salz wird er jetzt erstmal ein bisschen auf Arme kriegen. Dann sind wir wirklich auf bestem Wege. Die ist leer. Nee, ich dachte schon. Das wäre nämlich ein Traum, wenn die jetzt leer gewesen wäre. Isaac! Komm mal her. Ich habe hier noch ein bisschen was für dich. Da! Damit haben wir jetzt schon ein bisschen mehr als die Hälfte abgezogen. Steh ruhig nochmal auf. Ich habe immer noch was für dich. Und... boom. Schnell zur Seite. Oh! Du Arsch! Wo hast du uns da denn jetzt gerade getroffen? Wow! Ach, der rastet jetzt komplett aus. Der macht jetzt so... Nein! Das ist jetzt unfair, das ist unfair. Hör auf. Bitte töte uns jetzt nicht einfach ganz stumm, das wäre blöd. Das mag ich nicht. Da! Den kriegst du noch ab. In der Zwischenzeit laufe ich schnell an dir vorbei. Ich hänge gerade irgendwie ganz komisch fest. Oder hing fest. Ist auch nicht so cool. Immer gut verstecken. So, Isaac. Jetzt kriegst du dein Fett weg. Ach, das sind jetzt sogar Homing Missiles. Die verfolgen einen. Das war's doch mit Isaac, oder? Natürlich war's das nicht mit Isaac. Wäre ja auch sonst zu einfach. Wo ist die Shotgun hin? Der hat uns die Shotgun wieder aus der Hand geschossen. Level up. Auf etwas. Schön. Komm schon. Ja! Isaac fliegt weg. Yes! Das ist noch ein riesiges Feuer, da habe ich gerade Angst vor. Isaac was finally dead. Did the unholy spirit have any other children? We would find out eventually. But Lucius felt like he was finally in the driver's seat for the throne. Prophecy was still unfulfilled, but the evil was well on its way, as was the boy. Nearby buses were the best way to leave Ludlow behind. Okay. Dann ist der Bus. Aber müssen wir nicht erst die Sacred Scroll holen? Death of the four angels will bring forth the fifth and final angel. This angel will give Lucius the scroll with the seven seals on it. Find the last angel. Ah, also sind die zwei Typen da vorne wahrscheinlich noch Engel, die sich auch noch gegenseitig mal eben kurz einen Schlag geben dürfen. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ich zu einem jetzt mal eben kurz zwischendrin speichere. Ending. Und, dass ich mal eben kurz auf Toilette gehe. Denn eigentlich
Das ist jetzt aber blau, wahrscheinlich weil wir die Toilette schon benutzt haben. Weil wenn das rot wird, dann kriegt man ja Leben von den Toiletten. So viel weiß ich, ja? Seid ihr noch Engel? No description. Ne, aber da steht jetzt auch die Sacred Scrolls da hinten. Das heißt, wir werden da uns mal in die Richtung begeben. Wahrscheinlich werden wir dann jetzt gleich nochmal was sehen, wo die sein könnte. Ah, da liegt sie doch, oder? Da ist ein blaues Feuer. Der ist stolz auf uns. Das ist doch fett. Zwischenzeitlich werde ich jetzt auch mal eben wieder kurz das Volume erheben. Besonders das hier. So. Okay, und jetzt wollen wir den Bus finden. The sound of the seventh trumpet signaled the third woe. This was the final trumpet sound and the final woe. Loud voice of an eagle in heaven proclaims the Antichrist as a new ruler forever. Und da hinten ist der Bus mit den Leuten, die das interessiert. Und damit ist das Kapitel hier auch abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zum finalen Ende von Lucius 2. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin gespannt, was die hier jetzt für ein Ending eingebaut haben. Killed by these plagues, still did not repent the work of their hands. They did not stop worshiping their puny god. The boys sneaked into a bus that was evacuating the town, and none of the passengers suspected anything. While sitting on the back seat, he looked down at the scroll he held in his hand. It was sealed with seven seals. These seals were not to be opened by hand, but by actions that would lead to them melting away. He had put him through many tests. But now I was sure. Lucius was worthy of his kindness. I would continue to guide him throughout the journey, but let him take his own wicked steps. I was to look after him when he didn't suspect it, and I would be there when he most needed it. The prophecy was not yet over, but just begun. Next, he would have to open the seven seals. I have many sons, and I will have many more, but this one is special. This one continues to surprise me with his crafty ways of delivering my wrath. His creativity is definitely without comparison, and he will be more than ready to take us towards rapture. It will be 1,000 years of darkness as I take my place with the mortals. They will learn to take judgment seriously, and Lucius will be there with me. My son, the Dark Prince, the little Antichrist. Okay. Jetzt sind wir hier drin und können uns das alles nochmal angucken. Da haben wir Johannes Aikaiko, Programming, Game Design, Music. Ach, das sind jetzt die Credits! Super cool gemacht. Okay. Artist Game Design, Henrik Lindström, Programming, Environment Art, Antichrist, Author of All Sins, Beelzebub, Chief of the Demons, Deceiver, Destroyer, Dragon, Enemy of Righteous and Evil, One Evil Spirit, Fallen Angel, Father of All Lies, Father of Contention, Father of Lies, Founder of Murder, Great Antichrist. Halleluja, der hat aber eine Menge zu sagen, der Lucifer. Können wir den eigentlich Too hard to mind control. Das dachte ich mir. Okidoki. Und das war's damit jetzt. This is the end. Ach, und damit ist das Spiel dann jetzt auch zu Ende. Okay. Ich muss ehrlich zugeben, Lucius 2 hat mir unfassbar gut gefallen. Also wirklich, es war ein Traum. Wir haben jetzt noch eine Nail Gun. Und wir haben doch sogar Nägel, ne? Können wir da doch mal einsetzen. Können wir die jetzt töten? Die ganzen Entwickler. Und euer tolles Spiel. Warte, was passiert, wenn wir versuchen, Lucifer zu töten? Excellent. Lucifer hat sich gerade bedankt, dass wir ihn getötet haben. Traum. Ja, den können wir gar nicht töten, den Fahrer. Der sitzt da in seinem kleinen Bunker. Obwohl wir da versuchen könnten, reinzuschießen. Aber wir haben eh keine Nägel mehr. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir benutzen können? Ja, wir haben doch immer noch die Shotgun, nicht? Ist die echt empty? Da haben wir doch noch was. Warte. Wir haben doch hier noch
Na, bringt ihn aber nicht um. Okay. Dann, ich muss zugeben, das Spiel hat unfassbar viel Spaß gemacht und es hat mir sehr, sehr viel, sag ich mal, Freude auch gebracht, dass ihr so aktiv wart in den Kommentaren. Es hat auch, war auch sehr schön, euch mal wieder so aktiv zu sehen bei einem Projekt. Und ich muss aber zugeben, dass das Ende jetzt wirklich für meinen Teil viel zu offen war. Also wirklich viel zu offen. Ich meine, es ist klar, die wollten jetzt darauf hinarbeiten, dass ein Lucius 3 rauskommt. Da geht es dann jetzt um die Seven Seals von der Scroll. Aber trotzdem war das jetzt echt ein mageres Ende, fand ich. Also keine Ahnung, man ist jetzt hier einfach so im Bus, man fährt jetzt weg und hier geht dann jetzt bald die Luzi wieder ab. Naja, soll damit das Ende jetzt sein? Jeder kann davon halten, was er meint. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Ende haltet. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Let's Play wieder, denn es kommt jetzt bald, oder ist vielleicht sogar schon angefangen, ich weiß es nicht, The Order 1886, ein kleines Horror-Game für die PS4. Und das wird als nächstes dann erstmal gespielt. Resident Evil 1 wird auch noch kommen, bis es halt eben fertig ist. Und dann habe ich mir noch ganz viel anderes für euch aufbewahrt. Also ihr könnt euch freuen, wenn euch dieses Let's Play gefallen hat. Gefällt euch vielleicht auch Lucius 1, das auch hier verlinkt ist. Oder halt die Playlist könnt ihr jetzt nochmal komplett sehen von Lucius 2. Hier oben könnt ihr ein Brain Chacho werden, um halt immer auf den neuesten Stand zu sein, wenn jetzt ein neues Let's Play kommt. Und ich hoffe, ich kann euch bei anderen Let's Plays begrüßen. Es war mir eine Ehre, dieses Spiel für euch zu spielen. Und ich hoffe, ihr habt noch einen traumhaften Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kapurr.